Ja, das ist Erik, ich bin Kai, wir sind beide 14 Jahre alt und unser Projekt ist Invisible Tracking Dots und Laserdrucker, die man ganz normal kaufen kann, die machen automatisch kleine hellgelbe Punkte auf das Blatt, so dass man halt das nachverfolgen kann, von welchem Hersteller der Drucker ist, welcher Drucker es ist und das Datum und halt die Uhrzeit. Und wir wollten das halt umgehen und haben halt ein Programm halt geschrieben, womit zufällig solche hellen gelben Punkte einfach auf dem Blatt gesetzt werden, so dass man das nicht mehr auswerten kann. Ja, und dann. So, wie sehen die gelben Punkte überhaupt aus? Hier haben wir so eine Millimeterskala von einem ausgedruckten Blatt Papier mit einem Laserdrucker. Was man sieht, sind hier diese gelben Punkte, die da in einem scheinbar zufälligen Order aufgedruckt sind. Hieraus lassen sich aber die gesagten Daten ablesen. So, die Abbildung haben wir aus dem Internet, aber wir haben auch selber Abbildung gemacht, aber dann mit Schwarzlicht. So, das sieht man hier jetzt nicht ganz so gut. Hier soll der Punkt sein. Ja, die Fotos sind dann nicht ganz so gut. Als nächstes mussten wir die Farbe dieser Punkte ermitteln. Das haben wir gemacht, indem wir einfach unter Schwarzlicht hier so einen Gelbgradienten genommen haben, die Tracking Dots daneben gehalten haben und geguckt haben, wo das am besten übereinstimmt. Da kam dieses ganz helle Gelb raus. Den Farbcode konnten wir dann auch ausrechnen. Und jetzt geht's zur technischen Realisierung. Kurz bevor das Dokument zum Drucker übermittelt wird, startet unser Makro. Und das verteilt dann zufällige gelbe Punkte in einem Raster auf das ganze Dokument. Hier sind die Punkte zwar blau dargestellt, aber in echt werden sie natürlich in gelb. Dieses Raster hat eine Größe von 2/3 Zentimeter, damit sich die Phasenverschiebung zu den Tracking Dots immer ändert und wir so möglichst viele Punkte überlagern können. So. Ja, also das hier ist der echte Tracking-Dot hier und hier ist unser nachgestellter, der ist jetzt zwar ein bisschen größer, weil wir halt ein bisschen näher rangezoomt haben mit der Kamera, aber ja. Ja, dann wollten wir halt auch neben Word auch LibreOffice unterstützen und wir brauchen noch umfangreiche halt Tests, um halt das 100% zu bestätigen, dass es auch funktioniert. So, und jetzt nochmal ganz zum Schluss unser Bezug zum eigentlichen Thema. Bei uns kann man nicht mehr erkennen, ob die Punkte jetzt wahr oder falsch sind. Also andere Interpretation des Themas. So, danke schön fürs Zuhören. Super cool, super cool. Vielen, vielen Dank. Das war mir tatsächlich auch neu.